Sackimesser 3.0 von Schmiedeglut. Geliefert mit einer Kaidex-Scheide. Wenn du wissen willst, was dieses Messer kann, dann bleib dran. Hallo, willkommen. Schön, dass du dabei bist. Da ist der Reini Rossmann. Ich melde mich hier aus dem Buschkraftareal auf waldlaub.at. Es taugt mir, dass du wieder dabei bist. Sackimesser 3.0, da ist es nun. Und dieses schöne Teil von der Firma Schmiedeglut, made in Deutschland oder made in Germany, ja, das muss dir einfach gefallen. Also ich habe jetzt das auf Instagram einige Mal gepostet. Einige sagen, schaut voll super aus. Auch meine Frau sagt, boah, das schaut ja voll super aus. Andere sagen, es ist total hässlich. Am Messer liegt immer im Auge des Betrachters. Aber es geht jetzt hier nicht nur um die Optik, sondern es geht um die Funktionalität. Und genau das schauen wir uns jetzt an. Na, dann schauen wir es uns gleich einmal an. Also, ich habe schon ein bisschen damit gearbeitet. Das eine oder andere Video hast du vielleicht schon gesehen, wo ich in meiner Survival-Notunterkunft hier Videos gemacht habe. Da habe ich genau mit diesem Messer hier genau das hier gemacht, nämlich diese wunderschönen Locken um. Ja, das Feuer hinzukriegen. Und ich kann dir gleich einmal dazu sagen, dass auch mit diesem coolen Sackimesser, also mit ein bisschen Übung, solche wunderschönen Locken hier möglich sind. Also diesen Test, den hat sie mal auf jeden Fall bestanden, das Saki 3.0. Gut, aber schöne Locken, das ist ja mal ganz gut, aber das ist nicht alles allein, sondern es geht natürlich auch um die Stabilität von diesem Messer. Und dazu werden wir jetzt einfach einmal das Wilde tun. Das soll ja ein Allround-Messer sein, ein Outdoor-Allround-Messer, also kein Küchenmesser. An all die lustigen Kommentatoren, die immer sagen, du magst immer dieselben Messertests, ja? Naja, klar, ich meine, Outdoor-Messer, oder? Ich meine, ernsthaft, Leute, Outdoor-Messer. Und da erwarte ich mir halt eine gewisse Stabilität. Also das schaut einmal alles schön fein aus. Also das Griffmaterial, ich habe mich überhaupt nicht schlau gemacht über Stahl oder sonst irgendwas. Da gebe ich da unten den Link auf Schmiedeglut bzw. auf Amazon. Da kannst du das anschauen. Das ist mir auch alles vollkommen egal, weil das hilft mir sowieso nicht wirklich weiter. Aber dieses Mal sehe ich, dass das verschraubt ist. Ja, mit so Torx-Schrauben, glaube ich, ne, heißen die. Und das ist natürlich ein Garant dafür, dass diese Griffschale, dieser Fulltime-Messer, richtig schön festhält. Und das muss es auch in dem Fall. Wie gesagt, wenn ich so ein Messer habe, mit dem ich halt einfach wild herumhammern will, dann muss es das aushalten. Natürlich auch diese kleinen Teile, diese kleinen Tests, die ich da gemacht haben die Spitze jetzt nicht einmal gleich von Anfang an verbogen. Das ist einmal, aber hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Das ist einmal ganz wichtig. Gar nichts, da rührt sich überhaupt nichts. Ja, dann, let's betone a frozen. What? Stock? Nein, ich weiß, dass das nicht so heißt. Aber mein Englisch ist fürchterlich, ich gebe es zu. Aber der Punkt dabei ist hier, das Ding ist gefroren. Ja? Also, ja, schauen wir mal. Full Tang. Vielleicht geht es deswegen so gut, weil es gefroren ist. Also das spaltet sich wirklich weg wie nichts. Das ist ja... Esche ist das. Okay, also ich bin jetzt überrascht, aber irgendwie kann ich mir das fast gar nicht vorstellen. Das geht viel zu leicht. Und das kann jetzt meiner Meinung nach aber nicht am Messer liegen. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Also Esche ist ein gegenständiges Holz. Was bedeutet, das ist jetzt ein bisschen Botanik. Wenn das der Baumstamm ist, dann sind die Äste, die Knospen, auf beiden Seiten so gegenständig und nicht wechselständig. Und es ist auch sehr geradfaserig. Dadurch lässt es sich natürlich, wenn man dementsprechend reinarbeitet, auch schön spalten und auch wirklich schön gerad spalten. Aber ich bin überrascht, dass sich das jetzt so einfach machen lässt, weil normalerweise bin ich von diesem verrückten Holz was anderes gewöhnt. Aber vielleicht habe ich auch gerade ein Stück, das sich gut spalten lässt. Wie auch immer, also ich hätte gesagt, das Eschenholz hat einmal gut funktioniert. Ah, jetzt hole ich eine Buche. Ja, warum bin ich da jetzt so irritiert? Ich muss das echt zugeben, weil das Messer ist natürlich nett und super und wunderbar, also wie gesagt, das ist, aber es ist halt nicht so extrem breit wie zum Beispiel ein A1 oder so, ein Fenniven A1, das zum Batonieren natürlich absolut ideal ist. Daher wundert mich das jetzt und vermute, dass das Holz, weil es gefroren ist, vielleicht so gut geht, ich weiß es nicht. Und deswegen wollen wir einen Buchenscheid zerbuchifizieren mit diesem Saki. 3.0 Sacker! Gut, der Baton, also das Schlagholz ist zu schwach.
Ich hole ein anderes. Ja, es tut mir leid, ich werde immer voll emotional und drehe komplett durch, wenn ich irgendwelche Messerhacktests mache und ich... Buch, es geht auch. Das ist ein Wahnsinn. Also das Messer ist schon cool. Also das ist schon leibend, wie man bei uns sagt. Das gefällt mir gut. Also nicht, dass man das mit einem anderen Messer nicht auch tun könnte. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Im Lieferumfang ist auch eine Kydex-Scheide dabei. Ja, die schaut so aus. Ich habe jetzt nicht probiert, ob man da Techlock drauf geben kann. Also dass den Standardgürtelhalter jetzt runter und den Techlock montieren. Das habe ich noch nicht probiert, aber das Messer kommt ohnehin in den Langzeittest, weil ich es so genial finde. Also so schaut die Scheide aus. Ja, und da werde ich das dann einmal ausprobieren und in einem anderen Video hier am Kanal präsentieren. Also ja, Abo da lassen ist ganz, ganz wichtig. Und ja, da schau her, da kann man so mit dem Daumen schön abziehen. Es sitzt auch richtig gut, also kann jetzt auch nichts sagen. Loch zum Ablaufen von irgendwelchen Flüssigkeiten. Bei meinem Exemplar klappert auch nichts. Also insgesamt fett. Mein erstes Fazit ist sehr positiv, und zwar, weil es sich einfach gut anfühlt. Es ist gut, wenn man es in der Hand hat, sozusagen. Schau mal, wenn ich das jetzt, ich habe durchschnittliche Hände, nicht kleine, aber auch nicht große. Wenn du Riesenbratzen hast, hast du noch immer, wenn du da vorne greifst, noch immer genug Griffmaterial hier hinten, und du kannst, und das Lineat, das geht sich auch noch aus. Also das ist richtig, richtig fett gemacht. Mit einem Band kann man es schön hinten halten und hat dann auch Zug fürs Hacken. Wir werden dann nachher auch gleich den einen oder anderen Test noch machen. Also das ist gut. Und was mir auch gefällt, das ist dieses Parierelement. Dadurch kann man das Messer schön greifen und arbeiten. Und ich weiß, ich mache den obligaten Power Cut, ich weiß, und manchen geht das schon am Wecker, und dazu mag ich etwas sagen. Diesen Power Cut mache ich nicht, weil ich ihn kann, sondern weil er ganz elementar ist beim Bushcraften und beim Survival Training. Ist einfach so, das kannst du anders sehen, aber es geht extrem schnell. Wenn ich keine Zeit habe, frag die Teilnehmer von meinem Survival Extreme Training, die 2020 da waren, frag sie mal wirklich, wie das war, als die Sonne schon untergegangen ist und es extrem dunkel war und man schon gar nichts mehr gesehen hat und wir mit dem Feuerbohrer versucht haben, überleben nur mit dem Messer, kein Schlafsack, gar nichts, also Feuer war wichtig, dann noch einmal schnell etwas hinzukriegen. Kontrollierte, gute Schnitte mit einem Power Cut sind besser als so. Deswegen mache ich den Test, und das Messer macht es mit, weil es einfach hölle scharf ist. Und jetzt komme ich auf dieses Parierelement wieder. Das Messer ist schlank vom Design her. Nicht vom Griff, der ist... Blatt ist jetzt nicht der richtige Ausdruck, aber du hast wirklich was in der Hand. Und das ist wichtig. Ob sich das Schmiedeglut oder der Sack überlegt haben, das weiß ich nicht. Aber das ist wichtig. Auch für Survival. Für, ich brauche jetzt schneller Lösung. Nicht für bequem am Lagerfeuer sitzen und ein Lied singen. Sondern wir müssen jetzt hackeln. Es ist jetzt... dann muss das wuchtig in der Hand liegen. Und dieses Pariersteg macht dieses schlanke Messer trotzdem sicher, weil es so weit nach vor geht. Manche haben ja gemeint, das schaut schier aus. Das mag schon sein, aber es ist sau praktisch, weil selbst bei, es ist jetzt ein bisschen kühler heute, bei kalten, bei nassen Händen oder auch blutigen Händen, auch manche kommen mit dem nicht zurecht, ja, für die Jagd zum Beispiel, ja, ist das eine tolle Sache, weil du nicht abrutschen kannst. Wenn du das da hältst, du kommst niemals nie über dieses Parierelement drüber. Und daher finde ich, ist es ein sicheres Messer und als Survival-Messer, so wie es gehandelt wird, ideal gemacht. Ich habe jetzt vor einiger Zeit einen Test gesehen von einem anderen Messer, wo ein amerikanischer Messertester, der grundsätzlich alle Messer wirft. Und jetzt haben mich einige angeschrieben, ich soll in Zukunft auch meine Messer ein bisschen werfen. Und ich mache das trotzdem nicht, weil das keine Wurfmesser sind. Und weil ich das als für mich persönlich nicht notwendig ansehe. Jetzt kann jemand sagen, naja, was ist, wenn du in einer Selbstverteidigungssituation bist und der Gegner kommt auf dich zu und du, wirklich, das ist jetzt keine fiktive Erfindung von mir, sondern das ist wirklich so geschrieben worden, und du willst es auf ihn hinwerfen. Wenn du das wirklich machst, dann viel Spaß, dann ist es aber auch egal, ob das Messer nachher kaputt ist oder nicht. Aber ich glaube, dass das Sacki-Messer das aushalten wird, aber ich werde es nicht tun. Ich hacke jetzt hier an einer toten Fichte herum, die ich schon einmal in einem anderen Video gebe, da oben beim i den Link dorthin, die ich mit einer Cold-Steel-Schaufel umgehaut habe. Das heißt, ein toter Baum, ja, keine Sorge an alle Umweltschützer und Naturfreunde, das passt einmal so.
Ja. Ah, schau dir was an. Also auch das, das geht super. Du kannst damit auch hebeln. Jetzt, ich würde damit keine Tür aushebeln wollen, aber für das ist auch nicht gemacht. Also ein Outdoor, Saki Survival, Outdoor Survival Messer. Und das geht super. Oft hat man das ja, dass man reinhackt und dann einfach andrücken will, um viel Material abzuarbeiten und wegzukriegen. Und das geht einmal auf jeden Fall super. Also umso länger ich das Messer in der Hand halte, umso mehr gefällt es mir. So, da liegt jetzt die Fische, die ich das letzte Mal umgehaut habe. Und jetzt wollen wir einfach einmal schauen, was sich tut, wenn ich versuche, die durchzuhacken mit dem Saki-Messer. Und dazu werde ich jetzt wie wild auf diesem Baum losdreschen. Und mir ist natürlich klar, dass das, was ich hier jetzt mache, in einer echten Überlebenssituation eventuell Energieverschwendung ist. Also fürs Feuerholz so etwas zu machen, da reinzuhacken, ist natürlich absoluter Blödsinn. Ja, da gebe ich dir recht. Aber ich komme wieder auf das Survival-Extrem-Training zurück. Da haben wir zum Beispiel aus so einem abgestorbenen, toten, wirklich toten Fichtenbaum, der gestanden ist, wie gesagt, schau da oben beim i das Video an, haben wir ein Bohrbrett gemacht. So muss der ausschauen. Ja, das muss so richtig schön, schau mal her, ein bisschen trocken sein. Du siehst, dass die Rinde auch schon braun ist und das Cambium dahinter braun ist. Ja? Der riecht auch schon halbwegs trocken. Ich meine, ich würde den zum Feuerbohren noch nicht verwenden, weil auch noch die Äste dran sind. Also da gibt es sicherlich noch bessere, aber da sind wir schon gut dabei. Und da ist es jetzt vielleicht notwendig, dass ich an das Innere von diesem Kernholz will. Es gibt noch einfachere Methoden, um das zu tun. Ja, das ist mir auch klar. Aber in einer Survival-Situation kann das durchaus Sinn machen, so etwas zu tun. Aber natürlich, fürs Feuerholz da herumzuhacken, ist natürlich ein Blödsinn. Das ist klar, das ist Energieverschwendung. Und da ist jetzt bei dem Messer, ich merke natürlich, dass es einfach der Zug fehlt, weil es einfach klein ist. Ne? Also klein, das ist natürlich auch, das war jetzt gemein. Also ein kleines Messer ist es natürlich nicht, so ganz ein kleines, aber es ist halt kein Skramer. Oder es ist auch nicht von Schmiedeglut. Gibt es auch dieses Stefan Hinkelmann Survival Deutschland Messer, diesen, wie heißt der, Zerstörer oder so. Den gibt es auch bei Schmiedeglut zum Beispiel. Mit dem kann das Saki-Messer natürlich nicht mithalten, aber das ist dafür kompakt und das darf man auch mitführen. Aber soll so sein. Und da sehe ich jetzt halt, ja, da wird er noch ein bisschen brauchen. Ja, ich bin jetzt da mal ein Drittel vorgedrungen. Oh ja, das dauert noch. Jetzt ungefähr bei der Hälfte angelangt. Ich mag dir das einmal zeigen, wie das ausschaut. Ich werde jetzt auch stoppen, weil unabhängig davon, dass das natürlich anstrengend ist, aber das soll so sein. Schau mal, also ich habe immer auf dieselbe Stelle geschlagen mit dem Messer. Das geht natürlich, aber ich merke halt im Vergleich zu einem großen Messer ist das natürlich eine langweilige Sache. Aber jetzt will ich gleich einmal schauen, ob der Schliff noch immer cool ist. Ja, so schaut einmal nichts nach irgendwelchen Zerstörungen aus. Das ist einmal durchaus in Ordnung. Und auch jetzt so beim Schnitzen oder beim Durchschneiden sehe ich jetzt nach dieser Hackaktion überhaupt nichts. Also das zu dem, also qualitativ, machst mit dem Messer keinen Fehler. Dann werfen wir einen Blick auf die Feuerstahlbedienung, das ist natürlich auch wichtig. Und auch das funktioniert tadellos. Also, das ist total in Ordnung. Es ist jetzt nicht erstklassig, die Feuerstahlbedienung, aber sie ist gut. Also so ein Zweier, wie man sagt, ja, bei uns in Österreich. Das ist auf jeden Fall in Ordnung, weil das braucht natürlich ein Survival-Messer, muss ein Feuerstahl bedienen können, meiner Meinung nach. Ja, was ist nun mein Fazit zu diesem Messer?
Das taugt mir irrsinnig. Es gefällt mir optisch sehr gut. Es ist auch praktisch, es ist sehr sicher. Es gibt eine Kleinigkeit, die ich bemängeln muss. Ich bin ein alter Suderant, ich gebe es zu. Nein, ernsthaft. Es ist aber eine Kleinigkeit. Hier hinten der Griff, ja, der ist eckig gehalten und das schaut auch cool aus. Ist super, wunderbar. Und ist, wenn man jetzt etwas hämmern mag, wie ich es gemacht habe, auch cool. Aber dadurch ist es auch ein bisschen scharf. Es ist jetzt nicht so scharfkantig, dass ich mir da aufschneide, aber genau die Ecke hier, die ist halt hart. Und meine Diva-Hände, heute war es kalt, du siehst vielleicht hier hinten noch den Reif, ja, es war kalt und es ist noch immer kalt und meine Hände sind jetzt auch kalt, während ich das Video mache. Kein Problem, trotz einer coolen Jacke von Helicontex, ja. Aber wenn ich da beim Hacken jetzt vorher beim Baum, habe ich das immer wieder gespürt und ich würde es rund machen. Tut mir leid, das musste ich einfach sagen. Mit dem Nachteil natürlich, dass ich dann nicht so gut beim Hämmern draufschlagen kann, weil es dann eher abrutscht. Mir ist das bewusst, aber vielleicht haben die Designer und Entwickler da irgendeine Idee. Aber ich habe jetzt das Sacki-Messer nicht schlecht gemacht dadurch, das möchte ich überhaupt nicht sagen. Es ist sicher gemacht, es ist schlank, es ist schnittig, es ist super, es ist genau für das ein Allround-Messer, das man wirklich immer dabei haben kann, outdoor-mäßig, gut gemacht. Eh ganz klar, wollte ich einfach festhalten. Ich habe es auf Instagram ja schon einige Mal jetzt vorgestellt und auch in Stories gezeigt und da ist immer wieder die Meldung gekommen, nein, das ist zu teuer, weil andere Messer können das auch. Ja, natürlich, aber das ist beim Automarkt genauso. Ich kann auch mit einem Tretroller von Wien nach Berlin fahren, das geht auch, ist billiger. Ja. Ich kann es aber auch mit einem VW Golf machen oder mit einem Fiat oder mit einem Skoda oder mit ein Toyota, ich weiß es nicht. Ich kann auch, wenn ich das will, mit einem Porsche machen. Ich will es nicht, aber ist okay. Das ist kein Argument, weil es gibt immer ein Messer, das die Sachen auch kann. Das gilt meiner Meinung nach überhaupt nicht. Und es ist halt Qualität aus Deutschland. Es ist in Deutschland produziert. Und das kostet einfach. Also das nur auf den Preis runterzumachen, das finde ich einfach traurig und finde ich total sinnlos. Ja? Finde ich total sinnlos und ist einfach so. Punkt. Gebt unten den Link zu Schmiedegut, dort gibt es, oder bei Amazon, wo es da lieber ist zu kaufen. Ich meine, ich will jetzt nicht aufrufen dazu, das bei Schmiedegut zu kaufen, natürlich nicht, ja. Aber wenn ich schon bei Schmiedegut kriege und das der Hersteller ist, dann wäre es eigentlich schon cool, wenn ich direkt dort kaufen würde. Das ist jetzt nur so meine Meinung dazu, aber muss jeder für sich selbst entscheiden. Ein nettes Messer, top, kommt in den Langzeittest. Wird zu meinen Survival Trainings mitgenommen, es können dann auch die Teilnehmer, die bei mir ein Training machen, also bei mir persönlich dann auch befummeln und ausprobieren. Ich werde wieder ein Video dazu machen, also ein Abo dalassen. Daumen nach oben oder nach unten, Kommentar schreiben, was hältst du davon? Bitte nicht diese Preisdiskussion, ja, aber wenn es dich freut, dann tu das halt. Da geht es in meinen Shop, leider ohne Sacki-Messer, vielleicht findest du auch was. Schau dir auch mein Buch an, die 600 Survival Tipps, wenn dir das taugt. Ein anderes Video, es hat mich gefreut, dein Rainer Osmann, bis bald und danke Sacki.